Inwiefern spielt unsere Wahrnehmung beim Impfen eine Rolle? Jemand will eine bärige Reise machen, sagen wir Afrika, Safari, ja, yeah, starten wir los. Und ich nie ein Problem gehabt, eine Gelbfieberimpfung, was eine Pflichtimpfung in gewisse Länder ist, oder eine freiwillige Impfung, Hepatitis A, Typhus, zu machen. Also noch Nebenwirkungen werden nicht gefragt, es werden nicht gefragt, noch Studien schon gar nicht, also halt, fällt gar niemand ein. Und wie häufig auch Gelbfieber dort ist oder wie häufig, wie gefährlich die Erkrankung ist, das kommt manchmal, aber generell absolute Akzeptanz für die Impfung.